Moin Leute, Timex hier. Heute gibt es die nächste Folge vom Pay-to-Rush-Account. Perfekt getimed, in 3 Minuten geht der nächste Clan-Krieg los. Und bis dahin können wir noch mal ein bisschen was versuchen. Wir laden jetzt noch mal 300 Euro auf. Leute, auf gar keinen Fall zu Hause nachmachen, auf gar keinen Fall. Leider haben wir die mega geile Serie, die Challenge hier, gestartet im Januar. Twitch-Werbung 86 Dollar und das erste YouTube-Video mit 350.000 Klicks hat 260 Euro nur gebracht. Im Dezember wären es halt gefühlt 1.000 gewesen. Das tut ein bisschen weh. Wir sind bisher mit dem Account absolut im Minus, aber es kommen ja noch richtig, richtig viele Folgen. Der Account rennt uns nicht weg. Wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, kostenlos, hier, alle 7 Tage verschwindet das Ding. Gerne auch eingeben, wenn ihr kein Geld für Supercell Games ausgebt. In Clash Royale, Brawl Stars, Clash of Clans gerne den Code angeben. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann würde ich sagen, laden wir mal fix die Gems auf. Jetzt ist die Frage, wir haben alles maxed, außer die Helden. So, Zeit zum Aufstehen. Kommt hoch. Wir greifen mit Electro Dragon an. Wir sind gerankt im Clan-Krieg als totale Niete. Das sieht so geil aus. Hier ist ein 9er, hier ist ein 11er und hier ist ein 13er. Und ich bin wirklich hinter ihm. Ich bin hinter einem 11er. Seht ihr das bitte? Und hier ist noch ein 12er. Ich bin ein 13er. Was denken die Gegner? Die drücken auf Sperr hin und denken sich, heilige Scheiße, der hackt. Warden, Queen, Royal Champion, was sagt ihr? Warden 57%, Royal Champion 37% und Queen tatsächlich 7. Perfekt, dass wir die gemacht haben. So, völlig auf Null. Oh, das war so teuer. Wie teuer war das bitte gerade? So, 10 Millionen Elixier. 3000 Gems. Das kann ich mir auch selber merken, dafür brauche ich euch nicht. 10 Millionen Elixier, 3000 Gems. So, jetzt machen wir hier mal die Dinger fertig. Finish, 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 Finish. Hoch, hoch. Das ist jetzt echt... Super. 150 Euro sind weg. Und es ging noch nicht mal richtig los. Das war die Folge. Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Ganze gefällt, gerne kostenlos abonnieren. Haut rein. Es ist so krank. Macht's bitte nicht nach. 3000 Gems waren 10 Millionen. 5133 Gems sind 18 Millionen. Wie viel Prozent sparen wir jetzt, wenn wir einmal voll kaufen? Euro. Einmal hier ein bisschen. Du hast falsch Angebot geholt. Lost. Das reicht nicht, Digga. Royal Champion. Wollen wir hochziehen. Ein Level noch. Es ist teuer, keine Frage. Jetzt haben wir noch 7000. Da geht vielleicht der Warden noch das ein oder andere... Punktlandung. Punktlandung. Oh, das waren wieder einfach 110 Euro, ne? Das geht so, das ist so krank, das ist so krank. Okay.
Alle Helden stehen, Clanburg ist drin, Armeenlager sind gemaxt und voll. Wir haben alle Truppen auf 1, das ist Absicht, das ist nochmal so Next Step, ich habe schon oft erklärt. Wir gönnen uns nämlich jetzt nicht die Truppen, dass wir sie maxen, sondern wir gönnen uns einen Machttrank, dass sie alle gemaxt sind. Dadurch bleibt unser Gewicht noch niedriger. Ich meine, guckt es euch an. Das Game denkt, wir sind schlechter als ein Rathaus Elver. Versteht ihr das? Das denkt wahrscheinlich, wir sind Rathaus 10. Wir sind Rathaus 10 mit bald einem komplett gemaxten Angriff von einem Rathaus 13er. 21,8. Und er hier? 21,8. Okay, das ist geil. Das ist jetzt perfektes Beispiel. Wir sind beide auf 21.800 Gold im Clankrieg, im Goldlager. Das ist so ein bisschen... das Ranking, das Gewicht kann man dadurch ein bisschen ableiten. Das heißt, wir wären mehr oder weniger diese Base, weil wir halt mehr Inferno-Türme, mehr X-Bögen, Eagle-Tillery, die gemaxte Rathaus, was ja auch noch angreifen kann. Wir wären in etwa gleich gerankt wie mit dem. Dieser Spieler ist aber ein Rathaus Elver. Der ist ein Rathaus Elver. Das ist sein Angriff. Wenn ich jetzt ein Rathaus Elver wäre, ich möchte, dass ihr das jetzt ein für alle Mal versteht. Wenn ich jetzt ein Rathaus Elver wäre, wir machen jetzt einen Clankrieg, 10 gegen 10. Die Gegner sind, guckt euch die an, 10 gegen 10. Da wird der Erste, hier der 10., der 9., der 8., der 7., die werden eh alle gethreestart. Die werden so oder so alle gethreestart. In jedem Clankrieg, in einem 10 gegen 10, werden die Letzten immer gethreestart. Das muss ein Threestar sein. Und da ist es scheißegal. Ich könnte mir jetzt aussuchen, bin ich wie er hier, wie I'm a Beast? Dass ich einen soliden Angriff habe und so solide Verteidigung, aber ich werde eh gethreestart. Ich kann nichts dagegen machen. Die Gegner sind zu weit oben. Ich werde so oder so gethreestart. Aber ich habe jetzt einen Angriff. Einen Angriff, um, wenn man heftig wäre, ne, der beste Spieler aus dem Clan, würde wahrscheinlich vielleicht den 4. Threestarn. Ja, ich werde so oder so zerstört, aber ich habe das Potenzial, wenn ich gut angreife, sie ebenfalls zu zerstören. Und das ist dieser krasse Bonus. Das muss jetzt auch der Letzte von euch verstanden haben. Aber es nutzt ja nichts. Ja, ich bin nicht so gut, aber es kann ja noch werden. Ich kann ja noch Nachhilfe nehmen. Ich will krass werden. Ich würde sagen, wir zünden jetzt einen Machttrank. Benutzen. Wir zünden den Heldentrank. 5 Level mehr für alle Helden. Doch, komm, die Luftabwehr holst du dir. Komm. Ja, locker. Alter, der S-Reaper ist sogar noch down. Holy shit. Das ist jetzt... Oh mein Gott. Ja, jetzt ist Ende für ihn. Wieso gehen die Drachen hier nicht weiter? Sind die alle eingefroren? Was machen die denn da? Ach, da sind die Lava-Pups in der Luft, Digga. Wie nervig. Die zünden wir mal und die ragen wir mal. Gut getimter Freeze. Den ziehen wir auch nochmal. Digga, was hab ich denn jetzt? Ich hab gefühlt um mein Leben gespielt, ey. Das hätte ich schon wieder gar nicht verkacken können. Ich kann das echt gar nicht einschätzen. Die sind echt fucking komplett Max, Digga. Sorry. 10 Minuten lang überlegt, wie ich ihn angreifen kann. Ich bin völlig maxed. Scheiße. Oh, Live-Angriff auf mich. Holt der mich? Alter, gibt ja richtig Gas. Der ist ja krass. Queen 50, dass er das geschafft hat. 9 wäre der sichere, aber wenn ich jetzt die 8 schaffe, bin ich ein Held. Guck mal, ich kann mit Royal Champion 2-mal Luftabwehr ausschalten. Dann habe ich eigentlich nur noch... Ah, der hat auch sowas hier, so ein X-Bogen so offen. Und hier, der ist so offen. Der kann meine Blitze gar nicht bouncen. Doch, ich probiere es, was soll's. Komm. Wir machen's. Komm, und wenn's nicht klappt, dann sind wir halt nächstes Mal... Werde ich noch ein bisschen besser mit dem Angriff. Und nächstes Mal haben wir auch noch ein bisschen mehr bessere Helden.
Ja, ich greife an. Alter, war das genau auf dem Beat? So, wie kriegen wir erstmal hier die Luftabwehr weg? Ich würde sagen, wir schalten das so aus. Das ist ein Easy 3-Star. Ah, der King! Oh Gott, wie dumm von mir! Oh, wie lucky. Dumm und lucky. Holy shit, ich hab ganz vergessen. Oh mein Gott, war das dumm. Scheiße, das hätte schon alles. Das hätte alles. Mann! Was ist los mit mir? Der Warren, was macht denn der Warren da? Wieso fliegt der nicht los? Der Warren fliegt nicht. Der Warren, guck dich mal an. Was war das schon wieder? Digga, das war ja der übertriebenste Choke of all time. Das war, glaube ich, mein schlechtester Angriff, den ich jemals hatte. Was zur Hölle? Ich brauche Hilfe. Ich brauche ganz dringend Hilfe. Das ist ein Stern. Das ist ein Stern. Da kann ich noch so viel Pain, wie ich will. Das war so unendlich beschissen. Aber warum ist der denn nicht nach vorne geflogen? Wieso habe ich nicht die 9 gemacht? Warum ist der Warden da hinten geblieben? Da war die Clanburg, ein Drache. Hätte ich mal lieber die 9 gemacht. Oh mein Gott. Jetzt kommen wir auf den Warden. Wieso hat der sich überhaupt nicht bewegt? Da setze ich ihn jetzt ein. Und er sollte jetzt mit den Truppen hierhin fliegen, gefühlt. Und alles covern. Der fliegt zuerst nach rechts, dann ganz nach links. Jetzt wieder nach rechts! Der greift doch nicht mal an. Jetzt fliegt den Ballons hinterher. Macht er nicht. Ach, der. Was ist das? Ein Drache! Die Drachen sind weggeflogen und die Ballons. Und der Drache. Und dann war es schon zu spät. Ein Drache in der Clanburg. Hier hätten jetzt 7 Drachen sein sollen und 4 Ballons und dann zünde ich den Warden und dann wäre das Ding gewonnen. Bittere Pille. Egal, von hier kannst du bergauf gehen. Von hier kannst. Ich war einfach besser mit dem Neuner, ja. Von hier kannst du bergauf gehen. Scheiße, ja. Dann würde ich sagen, noch eine Errungenschaft. Meinung in die Kommentare. Creator Code Trimax nicht vergessen. Gerne den Kanal kostenlos abonnieren, ob ihr sehen könnt, ob sich das dann dieses Projekt in Zukunft lohnt. Wir werden auch noch den Clan wechseln, noch in andere. Wir können auch noch verschiedene Clans besuchen. Das ist auch mal eine feine Sache. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein!